Hallo, liebe Fadenfreunde. Nicht immer haben wir Lust, im Netz nach Ideen zu suchen. Oft vergeht viel zu viel Zeit, 2 bis 4 Stunden, und wir haben nichts geschafft und nichts getan. Ein Buch kann helfen, sich zu fokussieren, trägt zur Entspannung bei und braucht keinen Strom. Anleitungen und Schnitte sind natürlich auch in unseren Kreativbüchern enthalten. Auch ein schönes Geschenk kann ein Buch sein für jemanden, der kreativ ist. Sei es Stricken, Patchwork oder Nähen. Einige davon möchten wir euch gerne vorstellen. Los geht's! Einmal König sein. Wer will das nicht? Habt ihr auch Kinder, die sich gerne verkleiden? Ich glaube, das machen die meisten Kinder ganz gerne. Hier gibt es ein ganzes Buch nur mit Kostümen. Kinderkostüme selber nähen. Es ist auch ein bisschen Basteln dabei. Also es ist, was mit Kartons und so ist auch dabei. In der Einführung wird geschrieben, es gibt viele Kinderkostüme zu kaufen, aber die Lieblingskostüme ihrer Kinder, an die sie sich noch Jahre später erinnern werden, sind die, die sie extra für sie gemacht haben. Zu jedem Projekt gibt es eine Materialliste, aber für die meisten Projekte können sie Stoffe und Materialien verwenden, die sie zu Hause haben. Die Anleitung führen Sie Schritt für Schritt durch jedes Projekt. Am Ende des Buches findet sich eine Einführung in die Grundtechniken, die Ihnen den Einstieg erleichtert. Alle Kostüme lassen sich in weniger als einem Tag herstellen, mit Ausnahme des Astronautenhelms steht hier. Die Grundschnitte für die Kostümelemente werden in 3 Größen angeboten. Und da habe ich jetzt mal geguckt, also hinten ist ein Schnittmusterbogen drin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig rauszufinden mit den Größen. Es wurde hier in Lebensjahren also geschrieben, so 2 bis 3 Jahre, 4 bis 5 Jahre und 6 bis 7 Jahre. Also nicht in Konfektionsgrößen. Ist wahrscheinlich bei Kostümen auch gar nicht so ganz so wild. Wichtig ist, dass man Maße nimmt bei seinen Kindern. Es sind 35 Kostüme in diesem Buch. Das ist ganz schön viel und sehr inspirierend und sehr hübsch gemacht. Es unterteilt in Bereiche, in Tierreich, Abenteurer, Märchenwelt, Kostümklassiker und Halloween. Also ich denke mal, das ist nicht nur was für ein Fasching, sondern auch so zum Spielen. Also so, wenn Kinder sich so in ihre Rollen schlüpfen. Es sind wirklich allerliebste Sachen dabei. So ein kleiner Muffin, ein Lebkuchen, Zwerg, ist ein kleiner Engel, Rotkäppchen natürlich, darf nicht fehlen. Wunderschöne Kostüme und auch schöne Fotos. Auch von den Anleitungen her bebildert alles. Wie man die Hüte macht, wie man die Kleider oder die Anzüge macht. Das sind jetzt hier die Abenteurer. Für die Jungs, Ägypter, ein kleiner Spanier, Torero, ein Ritter. Das ist, glaube ich, das brauchen ganz viele Jungs. Oder hier, Superheld. Astronaut. Wirklich tolle Sachen drin. Und sehr ansprechend. Das kann man vielleicht mit seinen Kindern zusammen auch angucken, wenn ein Kostüm gesucht wird. Hier ist die Tierwelt jetzt. Auch ganz lustig. Also 35 Kostüme. Das ist schon wirklich... Das wird auch ganz oft genäht. Das habe ich ganz oft hier, dass das gesucht wird. Die Zacken an dem Drachenschwanz. Mutzekiebchen. Ja. Sehr schönes Buch, ziemlich dick, sehr umfangreich. Zu einem Preis von 16,95 € haben wir einmal da. Viel Spaß. So, ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen. Dieses Buch kannst du bei uns im Geschäft erwerben. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da und ein Abo, wenn dich die nächsten Angebote ebenfalls interessieren. Vielleicht sehen wir uns im Laden. Bis denne. Tschüss.